Okay. Hier kommt jetzt so ein kleiner, nicht unbedingt Rätsel, aber ein kleines Hindernis. Was auch nicht sonderlich schwierig ist. Und zwar müssen wir nämlich wieder unser Schwert der Erde ausrüsten. Und wieder Erdbeben benutzen. Anschließend fallen die Teile hier runter. Und wir können weiter. Das sind, glaube ich, die einzigen zwei Teile hier, die man so aktivieren muss. Jetzt gehen wir erstmal nach unten. Ja, sehr schön. Level up und das von einem kleinen Gegner. So, jetzt haben wir hier nämlich einen Eingang. Mit einer Kapsel und zwei Schatztruhen. Einige Stahlteile. Eine verzauberte Figur. Okay. Und wen haben wir hier? Ich bin Pimenta. Ich bin Kellnerin bei Paprikas Grill. Paprikas Essen gibt dir Auftrieb, wenn du es runterkriegst. Kenner lieben es. Wir gehen hier unten erstmal weiter. Sehen im Grunde genommen nichts außer die zwei Kisten hier. Ach, wir haben Level Up bekommen. Fokus oder Abwehr. Ich nehme Abwehr zuerst. Angriff steigt natürlich auch währenddessen. Das heißt, ein bisschen mehr Schaden machen wir jetzt nun auch. Jetzt erstmal wieder den ganzen Weg zurück. Und hier lang. Oh, sehr gut, jetzt brauchen wir keine Kombo mehr, um die zu töten. Das hat sich doch gelohnt. Bei dem aber immer noch. So, hier ist eine Stelle, die mag ich eigentlich überhaupt nicht. Und zwar sinken hier die Dinger viel zu schnell. Aber ich schaffe es trotzdem. Das ist eigentlich eine Stelle, bei der ich etwas öfter runterfalle. Okay, wir gehen erstmal. Also sehen wir, es ist auch eine kleine Aufgabe für uns, aber nicht so schwer. Und zwar hier stehen bleiben. Das andere Ding mit der Flugwelle treffen. Das bleibt währenddessen da oben. Und wir können. Oh. Oh, sehr schön. Hier nach oben. Das ist die Kiste, die wir gesehen haben. Von der anderen Seite aus. Die können wir jetzt öffnen. Ein Klumpen magische Legierung. Sehr, sehr schön. Ich denke, die Katana können wir jetzt auch als nächstes härten, wenn wir wieder in der Stadt sind. Shit, verfehlt. Aber jetzt haben wir es getroffen. Hier geht's weiter. Ich denke, wir sind dann immer noch in so einer Höhle drin, wenn wir hier durchgehen. Und da sind wir jetzt draußen. Ja, wir sind draußen. Jetzt überlege ich gerade, was habe ich nicht? Das vergessen sogar? Nö, habe ich nicht. Okay, ich dachte gerade nur, ich hätte was vergessen.
War aber anscheinend doch nichts. Oh, ein Checkpoint. Ah, das hier wäre zum Beispiel eine Stelle, wo man ein bisschen trainieren könnte. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir denn? Lohnt sich das, wenn wir hier ein bisschen bleiben? Na, wir brauchen 3000. Das ist ein bisschen zu viel. Au. Ich hasse die Strahldinger. Sehr schön, die zwei erledigt. Jetzt kommt auch ein etwas ungemütlicher Gegner, bei dem werde ich seine Fähigkeit nicht erlernen. Die ist nämlich ein bisschen arg nervig. Au. Das ist einfach nur so eine Abwehrfähigkeit. Na komm. Dann nehmen wir sie doch mit, wenn er uns das sogar lernt. Erhöht unsere Abwehr. Zanshin, benutze schrittweise MP, um die Abwehr zu stärken. Bleibt ein gewisser Teil. Okay, das bleibt ein bisschen zu lange. Krass. Ist wirklich sehr lange geblieben, diese Fähigkeit. Können wir vielleicht bei etwas größeren Gegnern machen oder bei Bossen oder sowas. Weil ich da eher auf unseren großen Riemen aus bin. Ach komm. Sehr schön. Die Gegner hier sind extrem unangenehm. Zwar laufen die vor allem weg, bis man mit dem Rücken zu ihnen steht. Au. Ungefähr. Dann nerven sie einen so extrem. Deswegen versuche ich die einen nach dem anderen erstmal auszuschalten. Ja, dann greifen sie einen doch an. Okay. Na, die droppen wenigstens einiges. Mal mitnehmen. Jetzt noch die zwei kleinen hier. Au, ich wollte eigentlich springen. Kleines Drecksding. Sehr schön, erledigt. Und wir bekommen LP, das ist doch sehr schön. Ah, hier wieder so viele kleine. Ich weiß, was wir machen. Wunderbar. Alle erledigt. Und die haben sogar volle MP, nee, LP. The show must go on. Ich bin Procchio, Direktor des Zirkus Procchio. Was? Du hast noch nicht von uns gehört? Wir sind eine Truppe toller... Oh Gott. Troubadeure. Wenn wir zusammen sind, präsentieren wir zauberhafte Posen. Alles, was er sagt. Aber was ist hier denn noch? Ah, okay. Ich weiß, was das ist. Das können wir jetzt noch nicht machen. Leider. Ich hasse es, wenn er in die Abwehrhaltung geht. Und wieder die kleinen Drecksdinger.
Aua. Na komm, ihr zwei Kleinen. Okay, den da hinten lassen wir in Ruhe. So, eins davon müssen wir mitnehmen. Da war eigentlich eine sehr ungemütliche Stelle hier, aber die ist noch machbar. Wir brauchen nur einen Stein. Warum da zwei lagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dass wahrscheinlich wirklich jemand die Mühe macht, zwei Steine zu benutzen. So, den noch mitnehmen. Okay, noch zwei gelbe erstmal zu sehen. Wieder ein kleiner Stein, den wir irgendwo hintragen müssen. Oh Gott, wahrscheinlich hier auf die andere Seite. Ah, der wird uns treffen, das wird jetzt schon sehr unangenehm. Ja, das war so klar. Das war mir so klar. Ja, Idiot. Den ein bisschen ausgetrickst. Okay, du bist sehr nervig. Huh, ha? Huh? Ich wusste nicht, dass er einem so auf die Nerven gehen kann. Ich dachte eigentlich, ich habe den ausgetrickst, indem er hier hochspringt, aber gebracht hat es tatsächlich überhaupt nichts. Aber wir schaffen es trotzdem rüber. Treffe ich den nicht? Den treffe ich. Ach Gott, den lasse ich mal in Ruhe. Ist der überhaupt gepietert, was Sache ist? Dauert ein bisschen. Muss ich den Stein wirklich mitnehmen? Ja, anscheinend. Oh, fuck. So, töten wir einfach mal alles, was so zu töten ist und zu töten geht. Oh Gott, der wäre tot. Naja. So, wie viele kleine sind das denn? Nicht allzu viele. Au, okay, irgendwas hat mich gerade getroffen. Wunderbar. So, warten, bis der Dampfstrahl vorbei ist. Das sollte doch bestens reichen. Ja, perfekt. Ja.